Stell dir vor, man mixt Flash God Apocalypse mit Deathcore. Dann kriegt man genau dieses Endprodukt. Und zwar geht es um die Band Awake in Providence. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr zu diesem Song sagt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Awake in Providence featuring Ben Dürr von Shadow of Intent. Es wird krass. Ich sag's euch, es wird krass. Also diese Kombi, es ist... Das wird wirklich heftig. Okay, ich habe mit allem gerechnet, nur nicht, dass der Song direkt mit Clean Vocals startet. Aber so schöne Clean Vocals, also sehr, ich finde das so eine gewisse Ruhe in der Stimme. Und wow, also was ist das bitte für ein guter Start gewesen? Das Logo ist von Moonroot, genau, richtig, ja. Ich finde, der Song ist sehr theatralisch. Also so eine theatralische Atmosphäre, ne, mit diesen ganzen Orchester so im Hintergrund, dann diese richtig schönen Lows. Boah, ist so gut. Also wirklich, es macht so Spaß, den Song gerade zu hören. Und das Artbook gefällt mir auch sehr. Also ich könnte mir auch vorstellen, mir das T-Shirt zu holen zum neuen Album. Was passiert da alles? Also alleine, bevor der Refrain kommt, kommt auf einmal noch Operngesang von einer Frau und danach dieser Refrain und auch richtig, richtig gut wieder gesungen. Boah, das ist Wahnsinn. Das ist auch geil. Das ist so gut, aber ich wollte vorher noch dieses mit den Operngesang, das habe ich leider noch nicht so weit zurückgespult. Diese Blastbeats. Das ist auch sogar dieses Boah, das ist so gut. Ist halt Teil, also, oh, das ist so richtig, richtig gut, weil, ne, ich hab's gesagt, es ist halt so ein theatralischer Vibe und auch wirklich so Symphonic, so teilweise so diese Symphonic Power Metal Bands haben nämlich auch so ähnliche, haben so ähnliche Vibes, so wie der halt singt, ne, also so von der Stimme her. Aber halt auch so, ne, die Stimmlage und so. Das passt halt alles so richtig gut zusammen. Ich denke auch bei der Band oder bei diesem Part gerade auch so ein bisschen tatsächlich an Flash God Apocalypse, muss ich sagen. Es erinnert mich ein bisschen an Flash God Apocalypse auch. I'm gonna take my life.
aber, also jetzt nicht von den Vocals, ne? Also so die Lows jetzt gerade, ne? Finde ich jetzt, ne? Jetzt nicht nach Flash God Apocalypse, aber wirklich so dieses Konstrukt sonst dahinter. So diese Clean Vocals, dieser Operngesang und dann halt dieses Instrumental alles, ne? Das ist, boah, das ist aber so gut. Man könnte wirklich sagen, das ist Flash God Apocalypse des Deathcores. Also wirklich, dann hast du einfach trotzdem noch so ein schönes, schnelles Deathcore-Riff. Und dann auch wieder mit diesen Blastbeats und allem. Das ist einfach so gut. Das ist Riff. Ich muss auch sagen, wenn die Vocals, also die Clean Vocals, so ein bisschen höher gehen, erinnert mich das so ein bisschen an Dream Theater. So. Aber das ist wirklich krass. Gibt mir so richtig Elden Ring Boss Vibes. Ja, aber fühle ich. Weil es halt einfach wirklich dieses epische, theatralische ist. Was halt einfach so diese Atmosphäre ausübt, ne? Oder was das halt so ausmacht, ne? Oh, es ist so krass. Es ist wirklich mega krass. Und ich, ne, ich bin persönlich selber kein großer Fan von Operngesang, ne? Bin ich wirklich nicht Fan von. Aber ich finde, das passt bei diesem Song so gut zusammen. Vor allem gepaart mit diesen richtig schönen, kräftigen Lows. Das ist halt krass. Und jetzt auf einmal Posaunen und was kommt da auch noch alles? Nein, das können wir nicht so stehen lassen. Ich will das nochmal hören. Das war dann wirklich... Ich habe Elden Ring selber nie gespielt, aber ich habe viele Videos gesehen. Du schlägst Malenia das erste Mal, aber die erste Welle. Und dann steigt die wieder auf. Und dann musst du nochmal gegen sie fighten. Und dann kommt diese Musik. Und du weißt... Feierabend, Schicht im Schacht.
ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr. Also wirklich, du denkst dir so, es kann nicht besser werden oder dann, es wird immer besser. Es wird immer besser. Ich weiß nicht, wie wollen die jetzt noch 1,5 Minuten füllen und noch besser werden? Wahnsinn. Mich hat der Song sprachlos gemacht. Also jetzt gerade am Ende jetzt auch noch, dann kommt Ben Dürr. Das war ja sowieso klar, dass der kommt. Aber wie der da reinkam. Und dann auf einmal fängt er an, so ein bisschen auch Double Time zu growlen. Also das ist wirklich Weltklasse. Und dann kommt auf einmal nochmal dieser Operngesang und es harmoniert einfach so perfekt. Also wirklich, das ist... Der Song ist einfach krass. Also wirklich, wie kann man so einen Song schreiben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es ist krass. Es ist wirklich der helle Wahnsinn. Guck mal, du hast so schön theatralische, atmosphärische, epische... so ein Vibe in diesem Song... Viele, ne, du hast so oft einfach gedacht, so, ey, das klingt voll nach Flash God Apocalypse, aber halt in Richtung Deathcore. Und dann mit diesen Vocals und dieser Visualizer, das war halt einfach alles wieder so stark, also ohne Mist, das ist ein Instant Buy. Wenn die Vinyl in Deutschland erhältlich ist, wird direkt gekauft. Ich bin wirklich sprachlos.